Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Dieses Mal mit dem, ja, diese Runde mit Ares von Heavencraft. Und ja, das erste Match haben wir grandios verloren. Auch durch Kronos, welchen ich gespielt habe, welcher uns dann ins Verderben gerissen hat. Das zweite Match hingegen lief dann sehr gut. Wir haben jetzt noch drei Matches und ja, wir haben, beziehungsweise letztes Wochenende kam ja die neue Erweiterung raus. Daybreak and Dawnbreak and Daylight. Oder irgendwie gerade. Ich glaube Dawnbreak and Daylight war es. Sehen wir gleich noch nach den drei Runden, weil da habe ich noch ein. Ja, wenn wir die Packs öffnen, das werden dann auch die Dawnbreak and Daylight Packs sein. Okay. Schon wieder erster. Ich persönlich spiele ja lieber, wenn ich als zweites am Zug bin. Okay, das ist doch schon mal etwas. Daraus kann man was machen. Gut. Immer freundlich zurückgrüßen, wenn die grüßen. Gehört sich einfach so. Ich mach das so, spiel dann Angelic Knight und hab dann 3-2er und einen 2-2er mit Ward. Schön und gut, aber das ist mir ziemlich egal. Du kannst mit dem traden. Ich geh Face. Nächsten Zug kann ich dann Snake Priestess und Gemstone Carpace spielen. Ah, fuck you. And back I go. Defeated. Das war jetzt nervig. Oh. Ich hätte auch mit dem Storm gehen können, aber ich denke, dass der jetzt. Until tomorrow, oh, okay. There's not much time left. Oh, Serpent King. Mit Star Torrent? Ja, würde ich dir noch die Hand zurückbekommen, mache ich. So. Also entweder opfert er den jetzt oder er spielt einen Swordcraft-Follower und kriegt ihn auf die Hand zurück, dann egal was er macht, sein Wurf ist damit sozusagen raus, den er da gespielt hat. Was für mich sehr vorteilhaft ist. Und das Schöne ist, wenn er jetzt sowas spielt. Bitte spiel noch einen günstigen. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich mit Tempel-Urge da schön mich ein bisschen durch. Ich nenne es einfach mal knabbern. Julia, I'm coming to you. No disruptions. Das nenne ich mal angenehm. Oh, fuck you. Pitfall. Until tomorrow, I'll dance. Ja, Destroy an Enemy Amulet, das ist mir. Das brauche ich gerade halt nicht. Der hat noch. Okay, ich spiele erstmal den. No disruptions. Ich hätte ihn auch evolven können und dann reintraden können, der hätte sich um 2 geheilt, aber irgendwie. War, fand ich das jetzt nicht so als das Optimale. My King. Hm.
Das ist jetzt eine interessante Idee. You're a funny one. Jetzt überhole ich den und trade ich den tatsächlich. Jetzt hat sich das Opfer auch gelohnt, das so zu machen. Ich habe jetzt zwar meine beiden Evolves raus und er hat noch zwei, aber ich habe einen sehr, sehr stark Field Control. Ich habe hier Opposing Stature, wodurch ich eigentlich gleich, da ich gleich eigentlich wieder auf die Hand kriegen kommen müsste. Okay. Okay, interessant. Ich bin jetzt echt sehr stark am Überlegen. Mache ich das sogar? Ich habe gesehen, dass er große Mobs auf der Hand hat. Ich könnte das machen, aber ich denke noch nicht. Here and now your destruction. Ein bisschen Akro. Fighting is so sorrowful. Okay, jetzt spiele ich die definitiv. It won't be long now. Jetzt spiele ich die aber sowas von. I will play a song of sorrow. Stop. This can't be happening. The curtain rises for a new era. So, jetzt muss ich gleich nur irgendwie schauen. Soon it will be carved on your flesh. Damit habe ich gerechnet. Das war mir auch bewusst, dass der Fels geht. Jetzt muss ich irgendwie schauen. Fuck. Ich glaube nicht, dass ich die Free Damage. Fuck, fuck, fuck. Ich überlebe es nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ansonsten hätte ich im nächsten Zug eventuell gewonnen gehabt. Aber so überlebe ich es nicht, oder? Give an Allied Follower Ward. Das könnte funktionieren. Oh, my, my. Welcome. The black fowl is wicked. Contemptible white fowl. Wenn ich damit jetzt. Take my hand. Wasn't I good enough? Defense to all allies. To all allies. Gut. Das ist. Ich reicht leider trotzdem nicht. Place your faith in my blade. Ich hab trotzdem. Don't let the dark capture you. Trotzdem habe ich jetzt verloren. Fuck. Schade, schade, schade. Schade. Das war auch so eine Sache. Hätte ich einen Zug länger durchhalten können, dann wäre er tot gewesen. Aber so hat er einfach die besseren Karten gehabt. Da konnte ich nichts machen. Mist. Echt schade. Manchmal muss man halt ein bisschen
Risiko gehen. Ah, schon wieder Erster. Okay, wenigstens ist die Startbahn ganz vernünftig. Der Priest, das ist... Gibt Schlimmeres, gibt wenig Schlimmeres. Maria Inconium bringt mir eigentlich jetzt noch nichts zu ihr zu spielen. Deshalb. Snake Priestess. Oh, was machst du jetzt? Ah, okay. In dem Fall spiele ich einfach mal Burly X wieder. Und hoffe, dass ich ihn ein bisschen... niedergrinden kann irgendwie. Vielleicht, aber ich bezweifle es. Oh, okay, interessant, Beowulf. Okay, interessant, dass er die gespielt hat. Wie reagiere ich denn jetzt einfach mal darauf? Ich denke mit den beiden. No disruptions. So, damit gehe ich jetzt ein bisschen weiter, Face. Ich kann gleich noch Star Chaser Sprite spielen. Okay. Ah. Fuck. Naja, gibt Schlimmeres. Jo, was machst du jetzt? Okay. Be gone. Das hätte mich auch gewundert, hätte er das nicht gemacht, muss ich sagen. Das klingt doch mal interessant. Ja. Damit ist der auch weg. Vielleicht habe ich ein Bejeweled Tortoise. Okay. Ich habe halt gerade keine wirklichen Karten auf der Hand, das ist das Problem. Das war eine geile Aktion. Das war eine sehr, sehr geile Aktion. Die fand ich super. Die fand ich echt super. Nicht damit, das heißt, ich kann direkt schon mit ihm angreifen. Herrlich. Gut, dann mache ich den. Ich wollte den einmal. Da heilt sich dann ja auch wieder hoch. Damit habe ich einfach ein bisschen jetzt die Field Control. Ich weiß, dass... Und die Field Control war mir jetzt gerade einfach wichtiger. Warte mal, mit Star Priest, das kann das gleich auch sehr lustig werden. Ich kann mir den... ich kann mir den das zweite Mal auf die Hand holen dadurch. Das ist lustig. Ich hab den dann zweimal. Away, Fangless One.
It won't be long now. You are not worth a thing. Okay, dun dun dun. Na, bist du ein Allied? Okay, nicht mehr gut. I am the thread binding sun and star. Ich kann den leider nicht weiter evolven. Nicht den, der ist dann 4-5. Hm. Bringt mir leider so nicht viel. Die Frage ist jetzt. Ja. The real battle begins. Ist zwar scheiße, muss ich aber. Shooting and flicker across the sky. I can only trust this blade. Shoot and vanish. But why? War zwar scheiße, aber war nötig, denke ich. A blow to make dragons tremble. Das alleine wird dem nicht helfen. These claws and fangs are a way of life. Das wird dem alleine auch nicht helfen. Er muss einen von den beiden evolven, ansonsten. Okay, dann opfert er den. Gut. Hab ich kein Problem mit. Men and dragons, bow down. Ich sehe da halt wirklich nicht das Problem drin. Können die ruhig gerne machen. Ich würde ja schon gerne Star Chaser jetzt spielen, aber nee. Heaven's glorious works. Okay, das ist. Obwohl. Eigentlich ist mir das relativ egal sogar. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Witzig. Ich könnte Explosion spielen, aber nee. In dem Falle habe ich da genug, deshalb. Oh ja, mit Black Inscription wird es noch besser. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Runde gewinne, ist gerade sehr, 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 sehr hoch. What an ordinary melody. Müsste. Time Owl hat Rush. Jo, damit wäre Herr Blindy dann definitiv tot. Hear the dragons roar. Schade, damit bekomme ich den nicht. Oh! Okay, das ist lustig. Das ist lustig.
Wenn er sich jetzt nicht heilen kann, dann ist mir scheißegal, dass ich den dann nicht spielen kann. Dass ich den dann nicht wiederbekomme. Das ist mir absolut scheißegal dann. Ah, herrlich. Playtime is over. I came to slay. Mercy. No guts, no glory. Und was soll ich denn nur tun? Ich hab ja... Ich weiß es nicht, was ich machen kann. Was soll ich denn bloß tun? Vielleicht spiele ich den und den. Und tschüss. Dass ich genau den gezogen habe, war echt sehr glücklich. Ah, herrlich. Sehr, sehr herrlich. War das jetzt eigentlich schon das insgesamt vierte oder das beste? Ja, eins müssen wir noch haben. Ja, genau, eins haben wir noch, ein Match. Das war echt sehr, sehr glücklich gewesen, den zu ziehen. Aber ja, das kann... Diese Karte ist jetzt für mich sehr, sehr interessant geworden, weil man sie halt sehr aggressiv auch spielen kann. Is fighting and despair all you know? Oh, wir sind Zweite gegen Lancer. Oh. Swordcraft, also. Gut. Ah, Blatant Scriptures, ist das auch Sword? Ist sogar ganz nett. Aber Temple Ogre ist. Darüber freue ich mich schon sehr stark. I never got into princess stuff. I never got into princess stuff, auch gut. Ah, shit, da kann ich nichts machen. Eventuell muss ich nächsten Zug dann schon Blatant Scripture einsetzen. Okay. Ja, bevor ich gar nichts spiele, spiele ich das da sofort. Blatant Scripture bewahre ich mir da lieber dann nochmal kurz auf. Okay. Es war sehr gut, dass ich mir Blatant Scripture auch bewahrt habe. Genau für solche Sachen. I can only trust this blade. You're in charge now. So. Hoffentlich ziehe ich gleich eine Karte, die ich dann auch spielen kann. Ansonsten. Don't get too carried away. Okay. Sleep forever. Divine punishment. Ja, okay, gibt's schon mal was. Als das eben. Oh, das klingt doch mal gut. Jupp, in dem Falle. Der regeneriert das wieder. Es wäre ätzend, aber gibt für mich tatsächlich schon einiges Schlimmeres. Bitte spiel noch einen billigen, bitte. Dann lohnt sich der Tempo Ogre richtig. Komm schon. Ja! Danke, das ist genau das, was ich haben wollte. Ach fuck. Schade, ich bekomme meinen. Shit, ich bekomme den nicht auf die Hand zurück. Schade.
Schade, schade, schade. Gaze upon the white ridge sword. Okay. My brothers, bringers of justice. Alter, fuck you. Was ist fertig? Das ist böse für mich, das ist sehr, sehr böse. Was mache ich dagegen jetzt am besten? Ich spiele einmal den. Okay. Ich muss irgendwas spielen. Das ist halt trotzdem nicht das, was ich eigentlich mir wünschen würde. Ich bin am Arsch eigentlich, da mehr oder weniger. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen können, der ist... Ich sehe gerade keine Möglichkeit, den vernünftig loszuwerden, das ist es halt. Ich hätte zwar schon Möglichkeiten, aber dafür muss ich halt die vernünftigen... Fuck. Dementsprechenden Karten ziehen. Okay. Einmal das. Und. Okay, dann können wir jetzt 12 Schaden Face machen. Yay. Das ist nicht mal scheiße. Nein, ich bin am Arsch. Da hatte ich einfach keine Chance. Da hatte ich einfach keine Chance gehabt. Da. Fuck. Gut, wir haben nur zweimal gewonnen, dreimal verloren. Vielleicht liegt das auch einfach ein bisschen daran, dass wir halt, dass ich halt noch nicht so mit dem neuen Kartenpacks vertraut bin. Erstmal das Wonderland Pack einmal öffnen. Animierten Match Harris Tea Time Woodland Band Missy Red Riding Hood. Die kann sehr gut sein, muss sie nicht zwingend, aber die kann dir teilweise echt in den Arsch treten, wenn du Pech hast und gegen sie spielst. Und achso, Dawnbreak Night Edge, so war das. Dawnbreak Night Edge. Mir gefällt ja das Design sehr, sehr gut mal wieder, was die hier gemacht haben. Von den Packs. Und auch die Animation mit dem Wirbel da. Mit dem lila-goldenen gefällt mir sehr gut. Oh! Das sieht doch mal schön aus. Erstmal Orator of the Bones, Summon a Skeleton. Okay. Gibt Schlechteres. Für 2 Mana ein 1-1 Skeleton, wo du dadurch quasi noch ein Shadow mehr hast. Und ja, Last Words ist immer gut, wenn für Shadowcraft mit den ganzen Opfere den und dem verbündet, irgendeinen Verbündeten. Ah, das ist interessant für meine Puppet Deck, Crew Puppet Master, Puppet Intuient bei Clash. Schon wieder Valkyrie of Chaos, die kommt irgendwie andauernd. Mighty Arm Skeleton, okay, if you have at least 8 play points, choose play this card as either Giant Skull or... Hell Lord Skeleton. Ja, das ist ja die neue Mechanik, die ja mit der Dawnbreak Night Edge dazu kam. Die Choose-Mechanik. Giant Skull ist was jetzt? 8 Play Point Shadowcraft Follower. 6-5 Ward, last Word Summon 2 Skeletons. Okay. 6-5 Ward ist in Ordnung. 2 Skeletons, Hellord Skeleton, okay, ist auf 5-6, die Free Damage to an Enemy. Kann ich irgendwie schlecht einschätzen, die Karte, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nicht so gut einschätzen, wie gut die jetzt tatsächlich ist. Die muss ich wahrscheinlich einfach mal in Aktion sehen, damit kann ich besser einschätzen. Okay,
Ceridian Eternity Hunter, Shadowcraft. Fun fact, choose Eternal Potion or an Instant Potion in your hand. Whenever this follower attacks, recover one play point. Ooh. Interessant. Okay. Was sind denn die Potions? Playpoint Eternal Potions bei Reanimate 10. Oh, das ist eine sehr gute Karte. Da muss man sagen, die ist wirklich sehr, sehr gut. One Playpoint Shadowcraft Spell, die 2 Damage to an enemy follower, Barrel Ride, die 5 Damage instead. Hm. Kann einen auch viel bringen. Also die Eternal Potion, sage ich, nicht schlecht. Das ist, da kann man sehr, sehr viele Sachen mitmachen. Ich sag nur Zeiss auf den Friedhof schicken und dann einfach wiederholen. Gut. Und ich würde sagen, einfach noch ein Pack. Weil es ja das. Weil sie sozusagen die ersten sind, in denen, die ich hier öffne. Ausgenommen von denen, die ich schon vorher geöffnet habe. Oh, Summon Bloodkin. In animiert, juhu. Ja, ich bin immer noch jemand, der versucht, ein Forest Bad Deck aufzubauen, auch wenn sie nicht so stark sind. Ich habe noch nicht wirklich mich weitergebaut, nachdem diese Erweiterung jetzt rausgekommen ist, aber die, was ich bisher so an Karten gesehen habe, ist die sehr, sehr gut dabei, ein bisschen den Forest Bad Deck ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dass die besser wird. Und nicht mehr ganz so problematisch ist wie früher, weil früher konntest du die Dinger, okay, du konntest sie spielen, aber du hast nur immer verloren. Das ist etwas, sagen wir mal, nicht so motivierend war. Okay, Savage Swordman, ja, Owlman. Ist gar nicht so schlecht, ein 6-3er mit Ambush kann einem viel bringen. Opposing Statues, die Karte habe ich ja lieben gelernt gerade. Font of Angels, give plus 1, plus 2 an Elite Font. Achso, okay, ja. Master Samurai, ja, die Karte finde ich auch sehr, 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 sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Game plus 2 and can attack 2 times per turn, das ist schon sehr stark. Du hast einen 4-5er, der zweimal angreifen kann, das ist. Wenn du den noch evolvest. Dann hast du einen 6-7er, der zweimal angreifen kann. Das sind 12 Schaden, die du face theoretisch machen könntest. Und wenn du den noch weiter buffst, das ist schon sehr, 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 sehr böse, die Karte. Also, das sind dann. Das ist an Karten, die ich gerade habe. Die ich jetzt da machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.